Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Robocop. Ich bin Marv und ich möchte euch mal wieder meine Waffe zeigen. Ich habe das jetzt hier auf jeden Fall schon freigeschaltet. Jetzt habe ich es jetzt sogar schon gleich abgeschlossen. Das ist sehr gut. Kaufen wir den Schadenspunkt auch gleich noch dazu. Und können jetzt hier gleich den nächsten freischalten. Ihr seht, mein ganzes Geld ist schon wieder futsch. Ja? Ich habe das alles jetzt für die neue Waffe ausgegeben, um die einfach ein bisschen zu steigern. Weil die Gegner werden jetzt von Mission zu Mission immer schwieriger. Und ich brauche auf jeden Fall eine stärkere Waffe, damit ich da überhaupt durchkomme. Habe jetzt hier einiges an Schaden nochmal aufgewertet. 3%, nochmal 2% obendrauf. Oben sind wir bei 315 Schaden, das ist schon gar nicht schlecht. Anzugslevel sind wir bei 20. Hier läuft schon der nächste wieder. Konzentrationsmodus Dauer, dass das noch ein bisschen hochgeschraubt wird. Jetzt will ich mal gucken, dass ich dann hier als nächstes auf jeden Fall die Lebenspunkte noch mitnehme und mich dann hier wieder durcharbeite. Ihr seht schon, meine blauen Steine habe ich auch schon alle aufgebraucht, damit ich da irgendwie langkomme. Bis Anzug Level 3 dauert noch ein bisschen. Also da werde ich noch ein bisschen spielen müssen, um dort weiterzukommen. Hab zwischendurch noch zwei andere Missionen gemacht. Steigerungsmissionen habe ich noch gemacht. Aber dieses Mal fangen wir mit der Tagesaufgabe an, dass wir die einfach mal fertig machen. Der wechselt jetzt immer irgendwie die Seite. Okay, das liegt daran, wie ich drauf tippe. Ich darf nur in die Ecke unten tippen, damit da nicht irgendwie noch was passiert. So, schauen wir mal, wie das jetzt läuft hier. Ein Hinterhof. Schon alles ziemlich kaputt geschossen. Haben wir so ein paar Cyborgs, die sich jetzt hier an den Weg stellen. Aber ich mache jetzt schon so viel Schaden mit der Waffe. Die ist halt so gut jetzt schon wieder aufgerüstet. Das merkst du immer gleich, wenn du dann ein Update machst. Den neuen Waffenschaden, der geht ziemlich schnell. Aber das ist hier auch keine wirkliche Herausforderung. Ich meine, die Gegner laufen hier quasi ohne Deckung. Wie beim Moorhuhn einfach in meine Waffe rein. Sondern nach unten gelandet und dann war vorbei. Ja, super. Das ist eine Tagesaufgabe. Sehr herausfordernd. Aber gab 3540 Scheinchen und 15 blaue Steine. Das ist gar nicht schlecht, da kann man nie genug von haben. Machen wir gleich noch die nächste. Wir machen gleich alle drei und dann eine OCP-Mission, dass wir da weiterkommen. Und werde dann wieder bis zum nächsten Mal die ganzen Steigerungsmissionen und so weit spielen, dass ich und meine Waffe upgraden. Dass wir einfach dann nur noch Tagesaufgaben machen und Hauptmission. Sonst dauert das hier alles zu lange. Ja? Robocop wird wahrscheinlich ein Spiel, was ewig viele Folgen dann haben wird. Das quasi eigentlich nicht notwendig ist. Weil das ja nun nicht so der Knüller ist. Das ist ja immer das Gleiche. Und das, was euch dann wahrscheinlich wirklich interessiert, ist die Story. Es geht mir ja nicht anders. Und wir kommen hier durch diese Tagesaufgaben so schnell durch. Ich müsste eigentlich so 5-Minuten-Folgen machen, damit wir das gut hinbekommen. Dass wir da auch immer was Unterhaltendes haben. So, mache ich gleich noch die dritte. Haben wir alles abgeschlossen. Waffe mit Feuerkraft 100. Oh, sag mir nicht, ich bin im ersten Ding drin gewesen. Also im ersten Modus. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das ist schon der richtige Modus, den ich hier spiele. Das wird es erklären, dass es so leicht ist, wenn ich jetzt auf der falschen Karte das spiele. Muss ich wieder 24 Stunden warten, bis ich weiterspielen kann. Thank you for your cooperation. Das ist dann auch immer ein bisschen blöd, finde ich. Auch gerade die Zeiten, die du dann zwischendurch brauchst, um da irgendwie weiterzukommen. Mal gucken. Das hatte ich vorher nicht richtig geguckt. Nee, es waren die Tagesaufgaben auf der richtigen Seite. Weil auf der anderen Seite können wir sie gar nicht mehr machen. Okay, ja, dann passt es ja. Hoffe ich jedenfalls. Gut, OCP-Mission Nummer 1. Nein, ich will OCP-Mission machen. Zack. Auch schon herausfordernd, aber müsste eigentlich ganz gut gehen. Jagen und suchen. Kim muss beim letzten Testlauf eine Variable vergessen haben. Nur so lässt es sich erklären, dass er so viele Szenarien überlebt hat. Was? Ich habe alle überprüft. Offensichtlich braucht nicht nur diese Maschine ein Training. Wie nett. Dann mal viel Spaß mit dem Überfallszenario EX-393. Das ist doch fürs Militär gedacht.
Entspann dich. Ich beginne das Training mit einer EM-208 und einer Drohne. Wir sehen uns im Büro. Ja, schauen wir mal. Maddox ist so ein bisschen so ein merkwürdiger Typ. Bin mal gespannt, wie der im Film sein wird. Auch hier wieder schon viel zu leicht. Da hat mir das Geld dann auf jeden Fall dementsprechend geholfen, dass ich so schnell meine Waffe und meine Sachen upgraden konnte, dass die Missionen relativ schnell viel zu einfach werden. Ich brauche nicht mal den Konzentrationsmodus im Moment. Ach, das ist jetzt so eine... Klar, die OCP-Missionen sind ja dreifach geteilt. Zack. Dann hebe ich mir den Konzentrationsmodus auf jeden Fall für den Boss auf. Weil das wahrscheinlich, wie schon gesagt, nicht wirklich notwendig sein dürfte. So, den haben wir auch. Da ist so ein kleiner Ruckler irgendwie mit drin. So, willkommen im Hinterhof. Auf, zack, zack. Was jetzt wirklich was gebracht hat, war die Präzision der Waffe hochzuschrauben. 20% ist natürlich auch sehr viel, finde ich. So, da kommt der Boss. Das war der EM-208 schon? Na, der ging ja schnell auszuschalten. Zack. Kein Problem. Für Robocop. Sehr schön. Diese Mission haben wir gut abgeschlossen. So, das gab ein paar Scheinchen und ein paar Steinchen. Gar nicht so schlecht. Jagen und Suchen abgeschlossen. Hervorragende Arbeit. Du wirst immer besser. Hurra! Upgrade abgeschlossen. Sehr gut. Jetzt können wir hier uns weiterkaufen. 3020 ist schon so viel, dass ich jetzt wieder meine Steine ausgeben möchte eigentlich. So. Abkühlungsüberhitzung auf jeden Fall nach unten. Den Schaden wollen wir auch nach oben setzen. Aber erstmal die Überhitzung. Dauert wieder 10 Minuten, bis es da weitergeht. Beim Anzug dauert es noch eine Minute, bis wir uns den nächsten Punkt kaufen können. Also haben wir noch Zeit für eine weitere OCP-Mission. Oh no, ich habe zu wenig Energie. Ja, das kommt natürlich auch immer dazu, ne? Also wir können jetzt nicht weitermachen, weil uns jetzt die Energie fehlt. Die Hauptmission können wir nicht machen. Wir können auch keine neue Energie kaufen. Also doch, wir können sie kaufen für 20 Goldstücke, genau. Und die können wir wieder für echtes Geld kaufen, die jetzt hier wieder wahnsinnig viel kostet. Will ich nicht. Also machen wir eine andere Mission. Schauen wir mal hier, die bringt mehr. Machen wir eine Geiselmission, dass wir da noch ein bisschen weiterkommen. Und beim nächsten Mal versuche ich dann wieder genug Energie zu haben, um weitere OCP-Aufgaben zu machen. Und meine Waffe natürlich wieder aufzumotzen, dass wir da mehr Schaden machen können in kürzerer Zeit. So, ja, zeig mir dein Gesicht. Komm, 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 wunderbar. Normalerweise würde ich das Spiel gerne viel öfters spielen. Aber du musst ja zwischen den Einsätzen immer so 2 Stunden warten, bis du dann wieder ganz normal deine Missionen herunterrappeln kannst. Oder das Geld zusammenfarmen kannst. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber das ist halt so das System dahinter. Sie wollen dich halt dazu zwingen, wie es halt geht, dir irgendwie das Geld aus den Taschen zu ziehen und zu sagen, ja, wenn du jetzt echtes Geld ausgibst, dann kannst du hier sehr viel schneller wieder spielen. Das ist für viele natürlich ein Anreiz. Manchmal muss man einfach Geduld beweisen. Und dann ist es auch kein Problem, das zu machen. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Boah, ey, mit 20%, wie viel
Reduktion bei der Hitze-Dings habe ich jetzt gleich freigeschaltet. Das ist doch einiges. Ich muss nochmal schnell nachgucken. So, Konzentrationsmodus Dauer, das ist gar nicht schlecht. Dann kann ich hier gleich weitermachen. Kann ich hier die Lebenspunkte noch ein bisschen hochsetzen. 4000, oha. Und der kostet gleich 5000. Dann bleibe ich erstmal bei dem hier. Oder? Wollen wir noch schnell bei der Waffe gucken, wie viel ich da habe. Genau, Abkühlung, Überhitzung 9%. Das ist sehr, sehr gut. So, den kann ich sogar gleich kaufen, dass ich den Schaden noch erhöhe. Noch mehr Schaden. Geht nicht. 3740 benötige ich. Dann kann ich jetzt hier, warte, das läuft noch. Dann wollen wir hier vielleicht einfach da nochmal den Anzug ein bisschen upgraden, dass wir möglichst viele Lebenspunkte haben und zeitnah auch zu Anzug Level 3.0 kommen. Ach, jetzt habe ich den falschen freigeschaltet. Was war das jetzt? Ganz merkwürdig. Habe ich den gleich nochmal freigeschaltet? Wie dämlich. Jetzt habe ich den das zweite Mal gekauft? Nee. Das kannst du doch nicht machen. Was habe ich denn jetzt gekauft? Nix. So. Gut, die Folge ist aber eh vorbei. Ihr seht, meine Energie lädt sich ganz, ganz langsam wieder auf. Ganz langsam und bedächtig. Wir kommen jetzt hier auch nicht weiter. Dauert wieder 23 Stunden, bis die Tagesaufgaben bereit sind. In der nächsten Folge mache ich dann wieder ein, zwei OCP-Aufgaben oder ein paar Geiselaufgaben. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt Let's Play Robocop mit Marv. Bis dahin, Servus.